Hey Leute, was geht? Euer Wu ist am Start. Und heute gibt's ein bisschen Beef. Na Spaß. Aber ich habe ein paar Kommentare gekriegt von der lieben Sarah. Ich weiß nicht wirklich, wer das ist, ob ich die kenne oder nicht. Aber sie leidet an einer Erkrankung wie ich, an Schizophrenie. Und ich möchte auf zwei Kommentare näher eingehen. Da haben wir mal das erste. Das war auf dem Video wann habe ich realisiert, dass ich schizophren bin und Hilfe brauche? Da kann man da. Sieht man das? Okay, dann lese ich euch einmal vor. Dankbar an Schizophrenie erkrankt zu sein, dann kannst du nicht besonders leiden. Ich leide extrem an dieser Erkrankung, ich verteufle diese Erkrankung, es liegt in der Genetik, wie man mit Leid umgeht. Also ob das in der Genetik liegt, wie man mit Leid umgeht, kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen oder euch. Aber warum sollte ich leiden? Ich habe jetzt schon seit Ewigkeiten, über 4 Jahre, plus 4, 5 Jahre habe ich die Schizophrenie. Vielleicht schon ein bisschen länger wegen Vorerkrankungen, ich weiß nicht, wie ich es sagen soll. Aber auf jeden Fall, ich habe viel gelitten, ich war schon obdachlos, habe jede Menge Scheiße erlebt. Und ich habe schon wirklich sehr gelitten, so dass ich meine Gefühle gar nicht mehr spüren kann, sondern dass ich einfach eine Leere habe. Ich meine, das wird jetzt alles immer besser, aber ich leide jetzt nicht, weil ich was für mich mache, für meinen Körper. Und ich tue auch nicht mehr mit meiner Schizophrenie, ich sag mal, verhassen, bevor ich gar kein besseres Wort ein, oder fertig zu machen. Also ich bin, die Schizophrenie ist ein Teil von mir. Das sind meine Gedanken, das kommt alles auf meinen Kopf, das wird nicht eingepflanzt. Also ja, und ich mache Dinge, die mir gut tun. Wenn ihr wissen wollt, welche, schreibt es in die Kommentare, dann mache ich ein extra Video dazu, was ich alles mache und was mir hilft, was nicht so. Aber mir geht es jetzt gut, weil ich dafür sorge, dass es mir gut geht. Ich kann selber über mein Leben bestimmen, sicher können ein paar andere Sachen auch dazu wegen, in welchem Umfeld man ist, mit welchen Leuten man sich herumtreibt und was so passiert, aber ein Großteil, würde ich sagen, kann man selbst bestimmen. Auch wenn man gerade unter der Schizophrenie leidet, das halte ich auch nicht für immer, der leidet. Ich meine, ich habe sogar schon nicht nur einen Suizidversuch hinter mir und ich stehe trotzdem noch da, aber in dem Fall ich sitze. Haha. Jetzt brauche ich ein Schlückchen von meinem Kaffee. Also Sarah, ich habe schon genug gelitten. Warum? Ich nehme keine Drogen mehr, ich meditiere, ich mache Sport, ich lebe mein Leben und ich bin dankbar, dass ich die Schizophrenie bekommen habe. Nicht, weil ich dafür gelitten habe, sehr viel sogar, sondern ich bin dankbar, dass ich die Schizophrenie bekommen habe, weil ich sonst wahrscheinlich schon lange an einer Überdosis scheiß Drogen gestorben wäre, wie ein Bekannter von mir. Der ist tot, leider, Ruhe in Frieden. Aber ich will eben keine Überdose, also keiner will sowas, aber ich bin drum, bin ich dankbar, dass ich das bekommen habe. Außerdem kann ich mich ziemlich gut durch die Schizophrenie auch selbst reflektieren und man lernt nicht aus, man lernt sich besser kennen und ja, jetzt ist mein Wife ein bisschen sad, aber ja. Okay, darum bin ich dankbar. Ich hoffe, das versteht man. Ich bin trotzdem dankbar, dass ich es bekommen habe. Es hat viele Vorteile für mich, auch wenn es umso mehr Nachteile hat, aber es ist alles. Man kann damit, wenn man lernt, damit umzugehen, kann man recht gut damit leben. Okay, gehen wir zum nächsten Kommentar, oder? Okay, das habe ich jetzt eigentlich auch schon ein bisschen beantwortet. Die liebe Sarah auf Essen und Kino, also auf dieses Video, hat die liebe Sarah geschrieben. Hier, bitte, ich zeig's erst in die Kamera. Du leidest gar nicht, du Lügner. Ich weiß, dass ich nicht mehr leide. Ich mach was dafür, dass ich nicht mehr leide. Ich sitze nicht nur den ganzen Tag rum, obwohl jetzt zur Zeit schon wegen Fußverletzung, wisst ihr Leute. Auf jeden Fall, ich mach was dagegen, dass ich nicht leide. Ich schau, dass es mir besser geht. Das kannst du auch, das kann jeder von euch. Und ja, ich meine, sie tut mir nicht, Sarah, du tust mir leid, du hast die Erkrankung, die Erkrankung ist wirklich scheiße und ich habe gelitten, aber jetzt ist Schluss mit Leiden, ich habe keinen Bock mehr auf Leiden, also nehme ich das selbst in die Hand und alles gut, falls irgendwelche Fragen hast, also, oder wie schon gesagt, wenn ich euch Tipps geben soll, was mir da hilft, zum Beispiel, dass ich eben nicht mehr leide,
Und ja, jetzt mache ich YouTube einfach, weil es mir Spaß macht. Früher habe ich es auch wegen dem Mehrwert gemacht und da ich ein bisschen Therapie habe quasi, indem ich selber drüber rede und so. Aber ja, okay, ja. Ich hoffe, ich habe das jetzt alles gut durchgemacht. Jo, wollt ihr noch irgendwas? Ich habe keinen Plan, ehrlich gesagt. Irgendwas wollte ich noch, glaube ich. Wenn es mir wieder eingefällt, gibt es einen Schnitt dazu. Leute, lasst ein Abo und ein Like da, schreibt es in die Kommentare. Irgendwas, keine Ahnung. Auf jeden Fall, das war's mit mir. Und vielleicht noch ein Schlückchen Kaffee. Ich wünsche euch, ich glaube, Pfingstenmontag ist. Ich wünsche euch noch einen schönen Feiertag. Und Leute, haut rein. Ciao, peace out.